seiner großen Leidenschaften Fischen. Und das oft weit draußen auf dem Meer. Wenn er Lust hat, kann er das jeden Tag tun, denn er lebt auf einer kleinen Insel im Mittelmeer. Sie heißt Kastellorizon und gehört zur griechischen Inselgruppe des Dodekanes, der 12 Inseln. Dodeka heißt auf Griechisch 12. Es ist die östlichste Insel Griechenlands, näher an Beirut im Libanon als an der griechischen Hauptstadt Athen. Mit einem so kleinen Boot kann Michalis nur bei gutem Wetter zum Fischen rausfahren. Viel Kraft braucht er dennoch, um den Hafen zu erreichen, der ganz geschützt weit ins Innere der Insel hineinreicht. Es ist ein großer Hafen, eigentlich viel zu groß für eine kleine Insel. Aber diese Bucht zwischen den Bergen bot jahrhundertelang den Seefahrern vieler Völker Schutz vor den Stürmen des Mittelmeers. Schon vor 4000 Jahren siedelten auf Megisti, wie die Insel im Altertum hieß, verschiedene griechische Stämme. Den Römern folgten um 1300 die Kreuzritter und denen ab 1500 die Osmanen, die Vorgänger der Türken. Für die schnell wechselnden Eroberer wurde der Hafen immer mehr zu einem wichtigen Umschlagplatz auf dem Handelsweg zwischen dem Orient und Europa. Es ist Mittag, als Michalis sein Boot am Kai festmacht. Die Mehrzahl der Bewohner hat sich wegen der Hitze in ihre Häuser zurückgezogen. Nur wenige sieht man am Hafen. Kostas und Savas, die Fischer, richten ihre Netze. Jorgos, der Wirt, hat wohl so viel zu tun, dass er auch jetzt arbeiten muss. Papas Jorgos, der Pope, geht mit seinem Jüngsten spazieren. Nur ein paar Fische hat Michalis heute seiner Mutter mitgebracht. Wie überall im Mittelmeer gibt es auch um Kastellorizon immer weniger Fische. Aber noch können sich die Inselbewohner hauptsächlich davon ernähren. Michalis wohnt mit seiner Familie in einem schönen alten Haus, das sie gemietet haben. Dies ist das Schlafzimmer meiner Mutter und meines Vaters. Meine Mutter heißt Lesbina und mein Vater Lefteris. Hier ist unser Schlafzimmer. Hier schlafe ich und mein Bruder Vangelis, der ist 10. Und hier schläft mein Bruder Kostas, der 14 ist. In einigen Monaten werden wir in unserem neuen Haus sein. So schön das alte Haus auch ist, für die fünfköpfige Familie wurde es zu klein. In einigen Wochen werden sie in ein größeres, eigenes Haus umziehen. Michalis Vater, wie viele am Ort, verdient mit mehreren Arbeiten Geld. Er handelt mit Waren, die von der großen Insel Rhodos kommen. Er verkauft die Tickets für das Schiff, das zweimal wöchentlich zwischen den Inseln verkehrt. Im Hauptberuf ist Vater Papuzis aber Schreiner. Und Michalis, soll er das auch einmal machen? Michalis hilft mir immer, wenn er keinen Unterricht hat. Möchten Sie, dass Michalis später Ihren Beruf weiter ausübt? Eines von den Kindern muss meinen Beruf fortführen. Michalis, gefällt es dir? Ich mag den Beruf, aber ich mag doch lieber was anderes. Und was hast du bis jetzt hier gelernt? Ich kann Türen und Fenster machen und alles Mögliche. Es ist nur ein kurzer Weg, den die Kinder jeden Morgen durch die engen Gassen bis zur Schule auf dem Hügel gehen. 20 sind es, die die sechsjährige Grundschule besuchen. Wer für eine weiterführende Schule geeignet ist, muss auf die Insel Rhodos umziehen, die 6 Dampferstunden entfernt ist.
Michalis will vom nächsten Jahr an das Gymnasium besuchen. Er freut sich schon darauf. Auch sein Bruder Kostas lebt auf Rhodos. Έλα, Μαρία. In zwei Klassenräumen werden die sechs Jahrgänge gemeinsam unterrichtet. Und nicht jeder ist da immer bei der Sache. Die älteren Kinder haben gerade Geschichtsunterricht. Es geht um den Freiheitskampf und den Nationalhelden Kolokotronis. Als Heerführer befreite er die Griechen von einer mehr als 400-jährigen Herrschaft der Osmanen, den Vorgängern der Türken. Und da passen die meisten Kinder schon besonders gut auf. Die Türkei liegt ja sozusagen vor ihrer Haustür. Da ist die Türkei und da ist die Stadt Kasch. Dahinter sind die Berge des Stavros. Und die Inseln, die man da sieht, sind sie griechisch oder türkisch? Manche sind griechisch, manche türkisch. Da ist Psomi. Ein bisschen weiter trennt sich das griechische und das türkische Meer. Diese Insel da ist der Polyphagos. Psoradia, Agios Georgis und die zwei kleinen sind Mavropenia. Und ein bisschen weiter hinten Strongeli, die kann man noch sehen. Und die größte Insel ist Strong, hinter diesem Berg. Weißt du, wie weit es zur Türkei ist? Höchstens 3 Kilometer. Diese Insel heißt Kastelorizon oder Megisti? Beides. Der Name Megisti stammt von König Megistos und Kastelorizon von Castel Rosso. Das heißt, der rote Fels der Burg. Michalis weiß viel über seine Heimatinsel zu erzählen. Dass sie früher sehr reich war und dass die Bewohner große Ländereien in der Türkei besaßen. Dass um die Jahrhundertwende noch etwa 14.000 Menschen hier lebten. Dass die Bewohner auswanderten, als sie 1922 ihre Besitzungen in der Türkei verloren. Dass zu Beginn des letzten Weltkriegs deshalb nur noch 1500 Personen zurückblieben. Dass im Krieg die Engländer die Insel besetzten und die Bevölkerung nach Palästina evakuierten. Dass deutsche Kampfflugzeuge den Ort zerstörten. Dass Plünderer aus vieler Herren Länder in die verlassenen, reich ausgestatteten Herrenhäuser einbrachen, Gold, Gemälde und Ikonen stahlen und, um den Diebstahl zu vertuschen, nochmals Brände legten. Dass, um das Maß des Unglücks vollzumachen, der Ozeandampfer, der die Evakuierten nach dem Krieg zurückbringen sollte, in Brand geriet und viele Megister umkamen. In Kastelorizo leben jetzt 200 Personen. Um 1920 begannen die anderen auszuwandern nach Australien, nach Amerika. Dort sind es ungefähr 20.000 bis 25.000. Manche von ihnen reparieren noch immer ihre Häuser hier. Sie kommen jeden Sommer und machen Urlaub, baden und schwimmen. Am nächsten Morgen hat uns Michalis eine Sehenswürdigkeit seiner Insel gezeigt. Paleo Castro, die alte Burg. Paleo Castro ist eine sehr große Burg. Es hat hier auch Kirchen gegeben und die haben alle Panagia, also Gottesmutter, geheißen. Wenn es Krieg gab, zum Beispiel mit den Türken, kamen fast alle Leute hierher. Es gab sehr viele Kanonen und schöne hohe Mauern. Woher bekommt ihr das Wasser?
Im Winter gibt es Regen. Die Häuser haben Ziegeldächer und das Wasser fließt in die Zisternen runter. Im Sommer kommen Lastschiffe, die Trinkwasser transportieren. Diese Wasserspeicher da unten und andere, die hinten in Madraki liegen, sind für die Zeit, wenn es nicht regnet, damit man zum Beispiel Kleider und Geschirr waschen kann. Manchmal geht Michalis mit seinen Freunden in die Bar zum Billardspielen. Besonders gern macht er das in den Ferien, denn dann ist sein Bruder Kostas da aus Rhodos und der ist ein Könner. Nicht nur Michalis Freund Valades bewundert ihn. Auch Yorgos, Vangelis und Tassos haben sich, wie man sieht, schon eine ganze Reihe von seinen Tricks mit den Kugeln abgeguckt. Okay. Wem gehört dieser Mandelbaum? Es ist kein Mandelbaum. Es ist ein Mandelbaum, aber sie sind frisch. Ja, aber wem gehören sie? Die hat man vor langer Zeit gepflanzt. Wir wissen nicht, also sie gehören allen Leuten. Und was für Bäume gibt es noch auf Castel Horizon? Mandelbäume, Zitronenbäume, Rispeln. Aprikosenbäume, Feigen, Pinien, Sträucher und Maulbeerenbäume. Wenn die Feigen und die Aprikosen reif sind, werden die Jungen sicher auch öfters mal wieder vorbeikommen. Aber vielleicht gehören die Früchte ja, wie die Mandeln, den Leuten in Australien und Amerika, die ausgewandert sind und nur selten einmal in die Heimat zurückkehren. Wer weiß das schon so genau? Und irgendjemand muss ja ernten. Da können Michalis und seine Freunde manchmal auch ein bisschen mithelfen. Zwei Mannschaften werden gebildet. Räuber und Gendarm wollen sie spielen, wie bei uns auch. Eins, zwei, gezählt wird bis 20. Dann geht's los. In den verfallenen Häusern kann man sich herrlich verstecken. Ganz ungefährlich ist die Sache allerdings nicht, denn die Mauerreste stürzen schnell ein und viele Löcher sind überwachsen. Die Ruine der Kirche des heiligen Nikolaus im alten Mühlenviertel von Castel Horizon. Wenn Michalis und sein Freund Valades hier Öllampen anzünden, hat es für sie mit Spiel in den Ruinen nichts zu tun. Die Sache ist ihnen sehr ernst. Warum zündet ihr die Öllampen an? So ist die Sitte. Wenn wir ein Gelübde machen, kommen wir hierher und zünden die Öllampen an. Und wofür war das Gelübde? Dass unsere Mannschaft gewinnt. Wie oft kommt ihr denn sonst hierher? Immer wenn wir ein Gelübde machen. Oder wenn wir hier mal vorbeikommen.
Die Fußballmannschaft von Valadis und Michalis hat gewonnen. Deshalb zünden sie jetzt die Öllampe an. Das Öl, die Dochte und die Streichhölzer kaufen sie von ihrem Taschengeld. Und das ist nicht gerade reichlich. Die Bevölkerung von Castellorizon ist sehr gläubig. Und besonders wichtig ist für sie der heilige Nikolaus. Glaubt ihr denn an den Agios Nikolas? Ja. Sehr. Warum glaubt ihr an ihn? Weil er der Schutzheilige von Castellorizon ist und weil wir, wie kann man sagen, weil mein Großvater eben ein Fischer ist. Und noch was, wenn es früher ein Erdbeben gab, kamen die Leute hier hinein und es passierte ihnen nichts. Er ist ihnen zur Hilfe gekommen. Mehr als 5 Stunden ist dieser Dampfer von Rhodos unterwegs. Und das nur bei gutem Wetter. Wenn die Winterstürme im östlichen Mittelmeer toben, kann es vorkommen, dass die Insel wochenlang nicht angelaufen werden kann. An diesem Wochenende im April sind viele Leute an Bord. Das größte Fest der orthodoxen Kirche, das Osterfest, steht vor der Tür. Viele Bewohner Castellorizons, die auf anderen Inseln, dem griechischen Festland oder sogar im Ausland arbeiten müssen, werden in der Heimat erwartet. Die Familie Papoutsis ist zur Begrüßung der Tante vollzählig am Hafen erschienen. Tante lebt und arbeitet auf Rhodos. Dort kümmert sie sich auch um Kostas. Wahrscheinlich wird auch Michalis vom nächsten Jahr an bei ihr wohnen, wenn er wie sein Bruder ins Gymnasium geht. Nur 7 Autos fahren auf der Insel. Es gibt ja auch nur eine Straße von 2 Kilometer Länge. Die Schubkarre ist deshalb das ortsübliche Transportmittel. Große Prozession in der Nacht des Karfreitag. Michalis darf den Exapteriga, den 6-armigen Engelsflügel, tragen. Das ist eine große Ehre für ihn. Der Epitaphios ist das Sinnbild für das Grab Christi. Er wurde tagsüber von den Frauen und Mädchen des Ortes mit Blumen geschmückt. Jetzt wird er von wichtigen Gemeindemitgliedern durch die Straßen getragen. Vor verschiedenen Kirchen hält die Prozession an. Eine kurze Andacht findet statt. Viele Jungen möchten den Cherubinsstab, den Engelsflügel, tragen. Michalis hat ihn deshalb an Kostas weitergegeben. Es verheißt Gesundheit und Wohlstand, unter dem Epitaphios hindurch in die Kirche zurückzugehen. Das Osterfest hat für die Griechen viel mehr Bedeutung als das Weihnachtsfest, auch für Michalis Bruder. Für mich ist Ostern das wichtigste Fest des Christentums.
Ich mag es sehr, weil ich mich in diesen Tagen erholen kann, weil ich in die Kirche gehen und sehen kann, was Christus vor 2000 Jahren erlitten hat, wie er gekreuzigt wurde, wie er wieder auferstanden ist. Und was bedeutet es für euch ganz persönlich? Wir kriegen neue Kleider, die wir in der Kirche anziehen. Und wir spielen solche Spiele, bei denen unsere Kleider nicht schmutzig werden, so wie Billard, Tischfußball. Und wenn wir nichts Besseres zu tun haben und vom Spielen müde sind, dann gehen wir in die Lokale, wo man sich Videofilme anschauen kann, wie zum Beispiel bei meinem Onkel. Christos Anesti, Alithos Anesti. Christus ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Mit diesen Worten wünschen sich die Griechen gegenseitig viel Glück in der Osternacht. Von überall her sind die Leute zusammengeströmt, um mit ihren weißen Osterkerzen das heilige Licht aus der Kirche zu holen, um es in ihr Heim zu tragen. Papas Yorgos fordert mit heftigen Schlägen, die kurz vorher geschlossene Tür zu öffnen, damit der auferstandene Christus in die Kirche einziehen kann. Nach der Ostermesse im Hause der Familie Papuzis. Michalis und seine Tante bei einem alten Brauch. Rot bemalte Ostereier werden aneinander gestoßen. In der Osternacht isst man die berühmte Margherita-Suppe. Sie wird aus der Leber, der Lunge, dem Herz und den Eingeweiden eines Lammes, aus Reis, Eiern und Zitrone gekocht. Eine leichte Suppe nach der 40-tägigen Fastenzeit. Im nächsten Jahr zum Osterfest wird Michalis schon mit seinem Bruder Kostas mit dem Dampfer aus Rhodos kommen. Das Gymnasium hat dann für ihn begonnen, doch er hat sich schon jetzt ein paar Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Ich habe an verschiedene Berufe gedacht. Der eine ist, mich mit einer Sportart zu beschäftigen. Der wichtigste Sport ist für mich das Schwimmen. Ein anderer Beruf, für den ich mich entschlossen habe, ist Angestellter entweder im Büro, in einer Firma oder bei der Gemeinde. Yeah.